Die wohl interessanteste DLC-Reihe wurde gestartet. Willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Awakening. Vergangene Zukunft, das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Reihe. Vielleicht die beste Reihe überhaupt, wenn es um DLCs geht innerhalb von FE. Auf jeden Fall etwas, was klar heraussticht. Und wir haben ja schon angefangen. Es wurde schon sehr verheißungsvoll. Es ist schon ganz schön viel abgegangen. Nun wird es doch Zeit für Nummer 2 und starten wir gleich rein. Wir haben schließlich schon eine Menge Zeit auf der ersten Map verbraucht und dementsprechend sparen wir lieber ein bisschen Zeit ein. So, mal sehen. Seid gegrüßt, Krieger der anderen Dimension. Oh je, da du uns hierher berufen hast, dreht es sich wohl um diese andere Zukunft. Richtig, dank eurer Hilfe haben die ersten 4 Kinder ihre Tortur überlebt. Kurz danach gelingt es den anderen 4, Argentum und Obsidium zurückzuholen. Ihr Sieg ist jedoch nur von kurzer Dauer. Unfähig, sich den Untoten zu entledigen, werden sie bald überwältigt und getötet. Leider fallen die Edelsteine, die sie gerettet haben, wieder an den Drachen zurück. Ohne die 5 Edelsteine gibt es für ihre Welt keine Hoffnung mehr. Ihr müsst einschreiten. Ich verstehe. Ich danke euch. Dann sende ich euch nun zum Umbruch der Zeit, zu dem Moment, bevor die Welt fällt. Und ich gebe euch denselben Rat. Die Dimension, die ihr gleich besuchen werdet, ist der euren sehr ähnlich. Ihr werdet auf Leute treffen, die ihr kennt oder gar liebt. Trefft ihr sie, so kämpft an ihrer Seite. Es wird ihnen Mut machen und sie stärken. Nun geht, Krieger, das Schicksal kann durch eure Hände noch geändert werden. So sieht das aus. Und da sind wir auch schon. Es ist stürmisch. Und Tag. Wir haben als Gegner diesmal viele Flugeinheiten. Dunkelschwingen, Falkenritter, aber auch einiges an Kavallerie. Erzritter und natürlich die klassischen Generäle. Aber wie immer gilt, das Einzige, was mich kümmert, ist eigentlich wirklich Talion. Ansonsten kann ich mich auf alles immer gut einstellen. Und sieh mal einer an. Auch hier wieder wird das interessant. Nun gut, nun gut. Ihr seht, das Niveau hier lässt etwas nach. Das liegt daran, dass wir hier andere Leute haben. Owain und Inigo sind beide vor Ort. Interessanterweise jetzt beide mit Wirbelwind in dem Fall. Er hat Vorschall dabei und er hat, das andere Mistletane. Das kann man auch so bekommen. Die Originalklinge, Fragezeichen. Selbstverständlich nicht. Eine ziemlich billige Kopie. So kann man es zumindest mal sehen, ne? Was er da eigentlich hat. Genau. Die Kopie. Naja, sieht trotzdem ganz cool aus. Aber wie auch immer. Die habe ich ja nicht eingesammelt im LP. Ist mir aber erst danach aufgefallen, dass man das ja auch noch hätte tun können. Naja, egal. Brady hält eine ganze Menge aus und hat seine Support-Skills, aber leider sonst nichts dabei. Und auf Jahren müssen wir auch ein bisschen Acht geben, aber das klappt schon. Wie ihr sehen könnt, das wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ein bisschen fliegen könnte oder mit Wirbelwind möglichst schnell vorankommt. Das sind klipp und klar die wichtigsten Faktoren hier, denke ich. Also vielleicht nehme ich dann sogar M mit, um mich rüber zu befördern. Auf die Art und Weise können wir sogar sehr schnell pushen. Und das wäre eigentlich sogar fast schon das Optimum, würde ich sagen. Yep, aber die Vorbereitung mache ich wie immer offscreen und wir sehen uns gleich wieder. Nun gut, auch hier wurden die Vorbereitungen getroffen, Leute. Es wird Zeit, loszumarschieren. Verdammte Untote, haben wir sie endlich abgehängt? Ich mag es dir gar nicht sagen, aber sie sind uns dicht auf den Fersen. Was? Du machst Witze. Ich kann keinen Schritt mehr laufen. Alles ist aus und da haben wir es. Ich werde aussterben. Hörst du wohl auf damit? Wir müssen weiter. Wenn wir Argentum und Obsidium nicht nach Elis bringen, ist die Welt im Eimer. Ja, schon gut, schon gut. Mist, da vorne sind noch mehr Untote. Hey, ein Zangenangriff, wie schlau. Hier, dort ist eine Brücke, aber wenn die Untoten uns einkesseln... Ach, das klappt schon. Brady, Yarn, geht's. Inigo und ich werden diese Seite der Brücke sichern und ihr die andere. So machen wir's. Aber ich habe Höhenangst.
Sie sind hier, Inigo, pass auf. Keine Sorge, ich werde keinen einzigen Untoten herüberlassen. Wie läuft's, Yaren? Kannst du einen der Feiglinge erspähen? Yep, ich sehe ein paar dort im Süden. Vielleicht können wir weglaufen. Aber es kommt auch eine ganze Horde vom Westen auf uns zu. Wenn wir rennen wollen, sollten wir es jetzt tun. Alles klar, danke. Dann wollen wir lieber los. Hey, Owain, Inigo, ihr müsst hierher kommen, sofort. Es kommt eine ganze Armee toten Fleisches aus dem Westen an. Hast du das gehört, Owain? Lass uns lieber die Brücke überqueren. Owain? Wenn wir jetzt über diese Brücke gehen, werden uns die Untoten folgen, richtig? Stimmt mit ziemlicher Sicherheit. Wenn wir kein Glück haben, zerpflücken sie uns, sobald wir ihnen den Rücken kehren. Stimmt, wir müssen uns beim Überqueren der Brücke Deckung geben. Das wird zu lange dauern, weil wir sie im Laufen aufhalten müssen. Brady hat nicht mal eine Waffe. Wie wollen du, ich und Yaren ihn schützen, wenn wir umstellt sind? Die Chancen stehen nicht so gut, da stimme ich dir zu, aber wir müssen es versuchen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ach ja. Ich halte die Untoten auf und du gehst hinüber. Sobald du auf der anderen Seite bist, zerstörst du die Brücke. Und lass dich hier zurück, spinnst du? Was redest du denn da? Sei einfach still und geh, uns bleibt keine Zeit zum Streiten. Willst du, dass ich sterbe, oder willst du, dass wir alle sterben? Tut mir leid, ich wollte nicht schreien, aber du weißt, was auf dem Spiel steht. Du meinst es ernst? Ja. Und du bist dir sicher, dass es keinen Weg gibt, das zusammen zu überleben? Ich bin mir sicher. Na gut. Tut mir leid, dass ich dich dazu zwingen muss, Inigo. Aber ich bin froh, dass ich meine letzten Momente mit dir verbringen durfte. Und jetzt überquer diese Brücke, los! Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Das ist jetzt der Moment, in dem du gehst. Tut mir leid, Owain, ich kann es nicht. Was? Aber was ist mit deinem monumentalen Monolog? Brady, Yaren, geht ihr ohne uns? Nein, die Brücke. Was in aller Welt machen diese Armleuchter nur? Inigo, du Narr, es war nicht nötig, dass wir beide sterben. Ich bin hier nicht der Narr. Hä? Vielleicht ist dein Plan der beste Weg, die Edelsteine nach Elys zurückzubringen. Aber was soll ich dann Lucina und den anderen sagen? Ach, tut mir leid, Owain hat sich geopfert. Deine Eltern sind für dich gestorben. Selbst wenn du denkst, das sei das Richtige, du kannst dein Leben nicht aufgeben. Aber wenn ich das nicht mache, wird die Welt... Stopp, wir können die Welt gemeinsam retten. Willst du das denn nicht miterleben? Ich lasse weder die Edelsteine noch meine Freunde zurück, Owain. Du willst kämpfen, dann werden wir kämpfen, wir beide. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, ein Nein werde ich nicht akzeptieren. Ha, na gut, einverstanden. Ich schätze, ich bin einfach zu sagenhaft zum Sterben. Alles klar, dann lass uns die Untoten zermalmen und nach Elys zurückkehren. Das hört sich doch schon ganz anders an. Sehr optimistisch. Angeber. Brady, nun komm, wir müssen ihnen helfen. Nein, lass uns weiterziehen. Was? Ich sagte, wir gehen zurück nach Elys. Oder willst du hier rumsitzen und warten, dass die Untoten uns zerfleischen? Aber das kannst du nicht wollen. Ohne unsere Hilfe werden sie sterben. Wir werden sie nie wiedersehen. Kümmert dich das denn gar nicht? Natürlich kümmert es mich, du doofer Hase. Wenn ich könnte, würde ich sofort rübergehen und bis in den Tod kämpfen. Aber das wollen sie nicht. Das denkst du, warum sie die Brücke zerstört haben. Sie wissen, dass wir die Edelsteine haben. Sie wollen, dass wir entkommen. Wenn wir Lucina die Steine bringen, können wir Grima zerstören. Fertig. Wenn wir aber einen unschönen Heldentod sterben, ist das keine Lösung, Dummchen. Ich weiß, aber... Sieh mal, Owain und Inigo werden das schon schaffen. Du kennst sie. Ich mag verdammt sein, sollten wir sie hier in diesem elenden Tal das letzte Mal sehen. Und jetzt komm, Yaren, wir müssen gehen. Gut. Guter Junge, Hase oder was auch immer. Hey, Owain, Inigo, falls ihr mich hören könnt, ich verspreche euch, wir bringen die Edelsteine nach Elys. Alles wird gut, aber wagt es nicht zu sterben, das meine ich ernst. Nichts hasst ein Taguel mehr als aufzugeben. Hey, macht dir keine Sorgen, wir werden nicht aufgeben, wir werden euch einholen. Genau, wir sehen euch in Elys, versprochen. Das Versprechen hältst du besser. Sie werden durchkommen, sie müssen einfach. So, und da geht es auch schon los, Leute. Das mit dem Blutsverwandten ist natürlich jetzt nicht gegeben, das ist klar. Aber habe ich ja schon oft genug gesagt, das machen wir wann anders. Und sie hier ist auch ein bisschen zu langsam, das heißt, was das Erste ist, ist klar, wir sammeln erstmal so richtig schön. Jawohl. Dann können wir es ja krachen lassen. Ich habe mir die Situation schon ein bisschen angeguckt und ich glaube, das Sinnvollste werden wir erstmal hier ein bisschen pushen. Und alles, was eindeutig ist, wie hier 100%,
die definitiv töten werden. Das werde ich natürlich wieder skippen. So kommen wir auch ganz zügig voran. Boah, ich denke, auch das Risiko gehen wir mal ein, auch wenn er Bogenbrecher hat, aber ich denke mal, das schaffen wir schon, oder? Ja. Sehr schön, wunderbar. Direkt mit einem Mond einfach vom Himmel geholt. Genau, wir müssen auch gucken, dass wir zügig vorankommen, zügig pushen können. Habe ich auf jeden Fall vor. Ah ja, okay, mit der Donneraxt kommen wir hier durch. Kein Problem. Und dann würde ich sagen, als nächstes kommst du noch mit rüber. Noch haben wir das Zusatzmovement, ne? Aber ist egal. Wir bleiben lieber mal zusammen. Und machen das Ganze so. Schöne Sache. Okay, Leute. Jetzt müssen wir natürlich mit der Situation hier ein bisschen klarkommen. Weiß nicht. Ja, bei dir ist es so relativ, aber wir haben sehr viele Schützen nicht umsonst mitgenommen. Die können natürlich alle mächtig ausrasten. Ich würde sagen, am Anfang machst vielleicht du hier, dass wir gleich hier ein bisschen aufräumen können. Innes Bogen ist doch perfekt. 100% trotz Bogenbrecher. Tja, da wurden die Nächsten vom Himmel geholt und das wird doch immer schön so weitergehen. Ich glaube, du kannst dich direkt darum kümmern, oder? Ich könnte dich aber auch rüberfliegen eigentlich. Ich glaube, auf dieser Map ist sowieso eine Besonderheit, dass die nur in der Weg direkt versperrt ist, glaube ich. Greifen die einen an. Ansonsten sind die, glaube ich, darauf aus, dass sie die NPCs zerlegen. Also drüben unsere Kameraden. Und das ist es nämlich. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt hier kombinieren, können wir ein bisschen tricksen. Und ich glaube, das würde mir doch sehr gut gefallen, wenn das wirklich funktionieren sollte. Oh, ihr habt noch gar keinen Support zusammen. Erstaunlich. Oh. Da habe ich ja was verpasst. Na sowas. Wir kombinieren uns mal direkt. Genau, auf die Art und Weise kann ich auch hier gleich mal ein bisschen die Schützen erledigen. Die stören mich, glaube ich, mitunter am meisten. Von daher machen wir kurz einen Prozess, würde ich sagen. Dann hat sich die Sache auch. Wir haben schon noch so ein paar Fieslinge, aber das wird sich allmählich, denke ich, ausdünnen mit der Zeit. Du kannst jetzt auch nicht so viel machen, aber es reicht, um zumindest hier ein bisschen zu pushen. Gerade so, dass es genug wäre. Und natürlich kann auch der Rest das Gleiche tun. Ich glaube, man sollte auch noch ein paar Leute hier behalten. Das wäre auch nicht verkehrt. Jetzt habe ich hier dummerweise nicht wirklich die beste Möglichkeit, oder? Nichts, was mehr Schaden macht, doch der Bogenzähmer. 84 mal 2. Sehr gut. Hat auch funktioniert. Dann sollten die anderen, denke ich, nach da drüben gehen. Und dann pushen wir entsprechend schnell. Ich will das Ganze so haben, weil die Schützen decken mehr ab. Genau. So sieht das doch gut aus, Leute. So, und dich können wir ganz radikal hier reinstellen, glaube ich. Mit Aversas Nacht auf den Schützen. Ich glaube, die Schützen sind das Hauptproblem ansonsten. Jetzt sind ja natürlich immer noch sehr viele Schützen unterwegs, die ein bisschen nah dran sind. Ich wechsle mal hier drüben zum Ragnell und das ist auch völlig in Ordnung so. Die sollten uns eigentlich nicht weiter beachten. So, ein paar werden natürlich schon pushen, wie man sehen kann, klar. Oder auch hier. Das kann auch mal nervig werden, aber wir schaffen das schon. Zur Not haben wir vielleicht auch noch einen Aid hier parat, mal gucken. Aber ihr Hauptziel sind nun mal unsere Verbündeten und nicht wir. Und das wird für sie das Wichtigste sein auf dieser Karte. Das ist klar. Da kommt der Nächste und sowas werde ich natürlich skippen, weil, wie gesagt, 100%. So, das hier ist schon spannender, wie sie sich da oben schlagen. Aber man sieht, sehr technisch sind sie auch gut ausgerüstet für alles, denke ich. So, da wird jetzt Inigo angegriffen. Aber auch keine Chance. Wir schnetzeln uns gnadenlos dadurch. Keine Hoffnung auf Erfolg für den Feind. Sehr schön. Bisher läuft es auch wunderbar. Könnte auch kaum besser laufen eigentlich. Würde ich mal sagen. So will man das auf jeden Fall erleben. Jo. Die machen das schon. Ah ja, natürlich. Das hier war aber auch alles geplant von uns. Sehr schön. Jo. Sie schlagen sich perfekt, was will man mehr?
So, das hier könnte ein bisschen nervig sein, aber boah, geht eigentlich auch voll klar. Sehr schön. Ait hier triggert direkt. Und so kommt man natürlich gut voran. So, die wollen auch noch ein bisschen was haben, aber ja, keine Chance. Keine Chance, absolut nicht. Gnadenlos, wie gesagt. Seht ihr, die greifen uns wirklich nicht an. Die wollen eigentlich sich wirklich einfach nur dazwischen stellen. Und schauen, dass sie die anderen Leute erwischen. Währenddessen schlagen sich unsere Verbündeten ja auch ganz gut. Also irgendwie erstaunlich, dass man zum Beispiel an Langbögen gespart hat. Die letzte Mission hatte noch einige Langbogennutzer und auch Krieger mit Talion. Viel gefährlichere Gegner eigentlich. Und das hier ist eigentlich doch recht harmlos, würde ich sagen. Irgendwie ziemlich bizarr, aber sie haben sich dafür entschieden, wie auch immer. Ein paar Leute sollen mal zurückbleiben. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll so. Ich glaube nämlich, die laufen jetzt weiter in unsere Richtung und wir können auf die Art und Weise auch so ein bisschen einfach eine Wand aufbauen. Das hilft uns dann zusätzlich. Schauen, dass wir entsprechend pushen können. Ja, auch, dass wir vielleicht hier ein bisschen die Leute voranbringen. Mhm. Genau, vielleicht ist ganz klug, wenn du erstmal sammelst. Und auf die Art und Weise kommt jetzt Owain ganz flott da hoch. Mit einem Rex Kalibur vielleicht direkt. Und dahinter stellen wir Cynthia. Ich glaube, so viele kommen noch gar nicht so weit, oder? Nö, das ist eh nur... Nee, nicht mal der. Nicht mal der schafft es direkt. Also sind wir auf jeden Fall, glaube ich, schön direkt zur Stelle. So, okay. Unsere Verbündeten, klar. Ich wollte nicht zwischen euch umschalten. Wir können jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier ein bisschen alles entspannter abläuft später. Würde ich auch so machen, ja, auf jeden Fall. Hier, glaube ich, nehmen wir die Kriegerlanze. Bietet sich gerade an, natürlich, klar. Sehr schön. Soweit auch mit großem Erfolg, will ich doch meinen. Und dann können wir natürlich auch zu solchen Kalibern hier greifen, wie Selekas Sturm. Kein Problem. Ja, ein paar Leute werden jetzt dann später rüberkommen, klar. Aber das macht doch gar nichts. Hier Aversas Nacht draufklatschen. Und fertig. Mal gucken. Ja, noch haben wir keine Probleme. Ist ganz witzig, weil diese starken Gegner, die gehen wirklich anscheinend nur in unsere Richtung. Aber wenn der Feind meint, das ist eine clevere Strategie, dann, ja, ne. Fail und so, aber ist nicht mein Problem. Adelsrapier ist auch eine eindeutige Sache. Wenn wir hier den Weg versperren, dann ist es, glaube ich, schon so, dass der Gegner aggressiv werden wird. Und das können wir auch. Wir haben immerhin Selekas Sturm hier auch wieder dabei. Alle guten Mittel am Start. Und auch ein Mond wird uns relativ wenig tangieren, natürlich. Ach, warte mal, hast du jetzt? Doch, du hast das Adelsrapier immer noch. Sehr gut. Ich glaube, der untere, der Rittmeister, ist, glaube ich, recht harmlos. Kann das sein? Ja, ich glaube, dann erledige ich doch lieber die Typen mit ihrem Mond. Was hast du noch da dabei? Irgendwie hast du... Du hast mich gerade ein wenig irritiert, aber egal. Beide haben denselben Angriffswert jedenfalls auch, von daher... Erledigen wir den hier. Und gut ist. So, jetzt können wir hier ein bisschen pushen, glaube ich auch. Das hier reicht auf jeden Fall, um ihnen einen Boost zu geben. Das ist schon mal sehr schön. Na dann, Leute. Legt euch ins Zeugs, würde ich sagen. Das sieht doch nach einem super Beginn schon mal aus an der Stelle. Könnte kaum besser sein. Wir pushen das schon. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einfach ein bisschen schaut, dass man möglichst viele Gegner direkt aus dem Spiel nehmen kann. Schön schnell. Ja, ich denke, alleine wenn hier Owain hingestellt wird, nachdem alle so Silberäxte und so ein Kram, dann greife ich natürlich auf Distanz an. Wäre ja blöd, wenn nicht. Boah, und du gehst auch gleich mal darüber. Und so machen wir das schon, oder? Lächerlich einfach bisher eigentlich. Ach, der hat eine paar Wiese, Quatsch, Ichis nochmal dabei. Mal gucken. Ja, triggert natürlich auch. Okay, einmal hat es nicht getriggert. Das war dann auch sein Todesurteil. Ansonsten hätten die anderen ein bisschen mehr machen müssen, aber ist in Ordnung so. Wenn du jetzt hier neben Noir stehst, traue ich dir auch viel zu. Und ein Mond killt dich jetzt auch nicht sofort. Ich glaube, wir sollten wirklich aggressiv sein.
Sehr schön. Ein eigener Mond dürfte aber auch richtig hart werden. Oh ja. Ja. Ein ausgezeichneter Kombo wieder mal. Die zeigen schon, was sie drauf haben. Na dann. Frisch ans Werk, oder? Excalibur draufgeklatscht. Und dann bin ich da doch schon sehr zufrieden. Na, wenn das mal nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Da sind jetzt noch unsere Leute hier und die sollen auch einfach mal ein bisschen einen Wall bilden. Mehr ist, glaube ich, nicht vonnöten. Die erste Verstärkung kommt auch schon. So, der spannendere Teil, aber auch hier keine wirklichen Schwierigkeiten bisher. Müssen nur aufpassen und sie halt vor den starken Gegnern später schützen. Das wird dann wirklich übel, aber so kriegen wir das hin. Und wie schon gesagt, Gespräche dann als Zusammenschnitt, denn natürlich können wir mit den Leuten reden. Ja, jetzt hier, wo wir die Brücke blockieren, da werden sie natürlich wütend, ist klar. Das gefällt ihnen gar nicht. Aber wir halten die Brücke. Das schafft ihr nicht. Hier kommt ihr nicht durch, tut mir leid. Probiert euer Glück, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Hui. Wie einfach von der Seite immer das Adelsrapier kommt. Das macht so viel Schaden. Das ist einfach so krass. Das ist einfach eine so gute Waffe. Immer wieder eine klare Empfehlung von mir. Wirklich. Man holt einfach viel mehr raus manchmal als aus Kriegerwaffen. Das ist immer sowas. Leute schmieden gerne Kriegerwaffen hoch. Dabei sind Effektivschadenwaffen manchmal nochmal ein gutes Stück besser. Wirklich. Weil ich meine, klar sehen Kriegerwaffen cool aus mit der sicheren Doppelung und eventuell sogar Quad-Angriffen. Das ist mega nice, wenn man es hinbekommt, aber manchmal, wenn du den Effektivschaden halt vor allem hochschmiedest, müsst ihr ja immer bedenken, rechne das mal aus, wie viel mehr das eigentlich dann ausmacht letztendlich. Das ist halt wirklich enorm, der Unterschied teilweise. Ah ja, hier, 81, sehr schön. Weil das sind dann ja quasi immer das Dreifache, was man durch Schmieden nochmal rausholt. Weil jeder Punkt ist ja quasi 3 Punkte Effektivschaden. Und dadurch kommt natürlich da deutlich mehr zustande, letzten Endes. Oh, jetzt habe ich hier so ein bisschen das Problem, dass ich eventuell... Naja, wenn ich Owain nach oben stelle, müsste es eigentlich gehen, weil du kannst mit Excalibur hier natürlich aufräumen. Jo, kriegst auch keinen Angriff ab, beziehungsweise 0 Schaden. Dann wirkt das hier wenigstens der S-Support kurz. Dann machen wir das auf die Art und Weise, dann sollte die Sache sicherer sein. Ja, 60% gehen schon, wenn Owain noch mit zuhaut. Ich vertraue euch da mal. Das wäre natürlich auch sick. Oh mein Gott. Ja, das war extrem sick. 243 läuft auf jeden Fall. Autsch. Wow, wir haben sie ja fast überwältigt, mein Gott. Was geht denn ab? Was ist denn hier los? Ist ja unglaublich. Schaut euch das an. Richtig, richtig eiskalt vermöbelt alles bisher. Ach du Schande. Ja, ne? Also, ich kann mich jetzt nicht beklagen. Das sieht ja mal mega gut aus gerade. Läuft auf jeden Fall. Vor allem, ich kann hier auch einfach mal Ragnell aktivieren, ne? Yep. Sehr cool. Also, so pushen wir auf jeden Fall gut. Jetzt kann ich dich nicht direkt angreifen. Ja, du wirst dich schon zu Wort melden oder so. Dann würde ich sagen, ja, wir haben sogar eine gewisse Crit-Rate, wir könnten es eigentlich auch drauf anlegen. Wollen wir es drauf anlegen? Du bist jetzt nicht so super gefährlich eigentlich, da war dein Kamerad schon ein bisschen gefährlicher. Wenn wir jetzt hier stehen, ist die Crit-Rate noch höher? Nee. Ändert leider in dem Fall nichts, aber... Mein Gott, sieht das gut aus für uns gerade. Wir können es ja wirklich mal drauf anlegen. Das wäre voll mies, aber hey. Meister Grima, ich werde euch nie verraten. Ich werde an eurer Seite bleiben, egal welche Gestalt ihr annimmt. Alle, die sich gegen euch stellen, sollen durch meine Hand fallen, ich schwöre. Okay, kein Crit, das wäre so lustig gewesen. Ein Morast-Crit und das gegen einen Boss. Das ist schon fast ein bisschen zu mies. Ich würde sagen, greifen wir doch zur Kriegerlanze mal. Ich meine, wir haben es fast geschafft. Seht ihr noch viele Gegner? Ich sehe jedenfalls so gut wie keine mehr. Natürlich kommen noch mal Verstärkungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die es sowieso... Ja, ja, die sind mal wieder blind für alles. Super Sache. Was will man mehr?
Du machst jetzt nicht so viel Schaden. Ach so, Aber ich glaube, mit Chrom zusammen, durch den A-Support, sieht die Sache schon viel besser aus. Ja. Einfach mal zusammen. Schade. Aber Chrom hat doch eine sehr gute Möglichkeit, oder? Die haben ja sowieso nur Bogenbrecher gerade drin. Jetzt, wenn du mit der Kriegeraxt zum Beispiel kommst, leg's mal drauf an, vielleicht kriegst du es ja hin. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Oh, okay, das geht natürlich auch. Klar. Warum verlange ich überhaupt irgendwas anderes, wenn es doch auch so einfach gehen kann? Mensch. Und wir haben natürlich unsere passenden Einheiten auch alle gleich in der Nähe. Was will man mehr? Du bist ja auch ganz, ganz, ganz nah dran schon. Aber bei dir dauert es ein bisschen länger, bis ich da was rausholen kann. Egal. Wir können ja mal kurz aufteilen. Und ja, im Prinzip kannst auch du ein bisschen pushen. Excalibur ist dabei. Ist mal wieder am Start. Aber das klappt ja anscheinend nicht so gut. Braucht wohl doch eher... Ach so, ihr habt ja Bogenbrecher drin. Das wird da doch ein bisschen ätzend. Ich sehe schon. Ja, es könnte durchaus nervig werden. Deswegen. Na, ist es dann wirklich so? Bist du so schnell? Wirklich? Wahnsinn. 68. Quatsch, was rede ich dann? Bisschen gemein gerade. Hier wäre mal ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie. Also das würde ich doch sehr begrüßen. Na gut, weißt du was? Du nimmst erstmal den Kriegerbogen. Kümmern wir uns doch erstmal um die Leute dort. Wobei, du hast gerade, glaube ich, wirklich die Reichweite auch, ne? Das ist gefährlicher, ja. Bevor jetzt hier jemand abkratzt, was mega unschön wäre in der Situation. Legen wir es mal mit einem Kriegerschwert drauf an. Einfach, weil Noir da eine gewisse Sicherheit hat, noch zuzuhauen. Stimmt, du machst ja Vergeltungsschaden. Oh, den hätte ich vielleicht einkalkulieren sollen. Das sind nämlich 5 Punkte Unterschied. Oder du haust einfach doch zu mit dem Kriegerbogen. Okay, das ist natürlich noch besser. Sehr schön. Wie gesagt, die Sache läuft absolut. Kriegerbogen raus. Der hat keine Distanzwaffe, er macht keinen Schaden gegen dich. Sehr schön. Optimal. Was will man eigentlich mehr, ne? Dann würde ich fast sagen... Achso, nee. Aber du hast den Meisterbogen dabei. Ja, aber der hat jetzt wirklich einen Bogenbrecher drin. Aber unser guter Owain hat natürlich auch Sachen, die dagegen wirken. Excalibur hat nur noch 2 Anwendungen. Es wird gerade so funktionieren, wow. Geh mal auf Distanz, bitte. Das wäre ein übler Vergeltungsschaden, den will ich jetzt nicht riskieren. Achso, deine eigene Vergeltung wird ihn auch erledigen, klar. Direkt. Hat Excalibur auch noch eine Anwendung. Lustig. Okay, Leute. Kriegerlanze ausgepackt. Draufgehauen. Und los geht's. Zack. Gut, Zug 5 und wir haben es eigentlich soweit. Mehr müssen wir erstmal nicht beachten. Wir erledigen den Boss, denke ich mal. Kann ich das eigentlich auch mit M machen? Weil sie ist ja theoretisch die Mutter in dem Fall, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Wir hatten ja schon einen Dialog mit unserem Avatar, aber es hat in dem Fall leider nichts bewirkt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was hier der Zusammenhang war. Aber das funktioniert anscheinend auch. Nun gut. Vergebt mir, Meister. Ich verspreche, euch mehr zu lernen. Bitte lehrt mich neue Taktiken. Jedenfalls war es das. Alle Gegner sind erledigt. In einer schönen Zeit. Aber es war wirklich sehr leicht im Vergleich schon wieder. Also Teil 1 ist wesentlich schwerer. Aber nun gut. Ihr lebt, ihr habt es geschafft. Kann ich dich mal kneifen? Seid ihr es wirklich? Jo, haha. Ja, wir sind es. Und wir sind froh, dass ihr auch sicher seid. Ihr beiden Verrückten habt uns eine Menge zu erklären. Sicher, diese mysteriösen Krieger mögen euch den Allerwertesten gerettet haben. Aber glaubt nicht, dass ich vergessen habe, wie wir überhaupt getrennt wurden. Tut mir leid, Brady und Yaren. Wir wollten euch nicht beunruhigen. Aber jetzt werden wir es bis nach Hause schaffen, dank der Hilfe, die wir erhielten. Apropos, wohin sind sie gegangen? Sie sind verschwunden, bevor wir ihnen auch nur danken konnten. Mensch, so geht das also. Schattenhafte Retter kommen uns in der Stunde der Not zur Hilfe. Meine Schwerthand zuckt schon, wenn ich nur daran denke. Pass auf, dass meine Hand nicht gleich zuckt. Wenn ihr nicht als Köder zurückgeblieben wärt, wäre das alles nicht... Oh. Brady, weinst du?
Halt den Mund, das habe ich mir verdient. Weißt du nicht, wie mir zumute war? Ihr hättet dort draußen sterben können, verstehst du das nicht? Ich verstehe, Brady, tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr als Köder hergeben, das verspreche ich dir. Das will ich hoffen, und wenn du dein Versprechen brichst, dann klaue ich dir dein Notizbuch der Gerechtigkeit. Und ich werde all deinen doofen Katalog überragender Techniken vorlesen. Das würdest du nicht wagen. Moment, wieso kennst du überhaupt mein Notizbuch der Gerechtigkeit? Oh. Du warst es. Wie konntest du ihm nur mein unheimlichstes Geheimnis preisgeben? Ihm, dieser vom Aussterben bedrohten Art. Was soll ich sagen? Manche Dinge sind einfach zu wertvoll, um sie geheim zu halten. Ah. Hey, O'Vain, nun wollen wir aber mal fair bleiben. Du hast mir zuerst Inigos Tanzübungen und Bradys Violinenkompositionen gezeigt. Was? Ja, und du solltest lieber aufhören, mich zu veralbern. Freeze. Ja, und du Großmaul. Soll ich mal von deinen morgendlichen Anti-Aussterbeübungen erzählen? Bitte nicht, ich würde vor Scham sterben. Was ist eigentlich los mit uns? Tja, die Welt geht unter, aber Hauptsache, wir kennen unsere Prioritäten. Ich bin trotzdem froh. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Wir sollten uns öfter ein bisschen necken. Genau, ich schätze, wir hatten anderes im Kopf, richtig? Lasst uns diesen Auftrag hier beenden, und wenn die Welt dann wieder in Ordnung ist, werde ich euch Jungs mal ordentlich was hinter die Löffel geben. Oh, das glaube ich dir gern. Aber es ist doch ein ehrenhaftes Ziel, oder? Ja, so kann man das nennen. Dann lasst uns nach Alyst zurückkehren. Wir haben ja Zeit verloren und Desina braucht uns schließlich noch. Wir sind doch schon fast an der Grenze. Toll, dann lasst uns einen Gang zulegen. Wirklich, wir sind fast zu Hause. Ich bin so froh, ich könnte sterben. Aber das werde ich nicht, weil ich nach Hause gehe. Juhu. Ach, ich wollte vorhin wirklich aufgeben, aber ich bin froh, dass ich es nicht tat. Mit meinen Freunden zusammen zu sein, gefällt mir besser, als ich dachte. Und ohne diese Besucher aus einer anderen Dimension hätte ich das nie bemerkt. Auch wenn wir uns nie wiedersehen, das heutige Wunder werde ich nie vergessen. Sehr schön. Ihr habt euch auch alle ausgezeichnet geschlagen. Gute Arbeit, ihr Krieger der anderen Dimension. Diese Kinder sind dank eurer Hilfe einem schrecklichen Ende entkommen. Mit Sicherheit werden sie mit den Edelsteinen nun gut in Illus ankommen. Es macht Mut, das zu hören. Doch höre, Crom, die Hoffnung auf ihre Zukunft hängt noch am seidenen Faden. Argentum und Obsidium sind nur zwei der Edelsteine. Die anderen, sowie das Fire Emblem selbst, müssen auch noch zur Prinzessin gelangen. Sonst wären all die Mühen der Kinder umsonst. Sag, was kann ich tun? Yes. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, danke. Falls ich dich noch einmal herbeirufen muss, die Welt vor völliger Dunkelheit zu retten, dann weiß ich, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Déjà-vu, aber nun gut. Verdammt, du wirst dafür bezahlen, der holden Tiki Leid angetan zu haben. Er ist verschwunden. Lucina. Holde Tiki, nicht bewegen. Warum habt ihr das getan? Der Schlag galt mir. Ich werde einen Geistlichen holen. Versprecht mir, dass ihr durchhaltet. Schon gut, Lucina. Ich bin erledigt. Du hast nur noch wenige Wundheilmittel. Verschwende sie nicht auf mich. Andere werden sie nötiger brauchen. Hört auf, so zu reden. Ach, so ist das also. Ich sah all meine Freunde, wie sie mich einer nach dem anderen verließen. Dies ist das erste Mal, dass ich jemanden zurücklassen muss. Ich wünschte nur, ich hätte den Zeitpunkt selbst bestimmen können. Stopp, hör auf damit, hört auf, ihr dürft nicht sterben, holde Tiki, nicht hier. Ich habe schon Mutter und Vater verloren, ihr seid alles, was mir bleibt. Und was wird Elis zum Kampf anhalten, ohne die Stimme des göttlichen Drachen? Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Bitte geht nicht, bitte verlasst uns jetzt nicht. Das siehst du falsch, Lucina, Elis kann immer noch hoffen. Es hat dich und die anderen Kinder. Wenn sie zurückkehren, mit den Edelsteinen und dem Fire Emblem, und die Erweckung vollzogen wird, wird Licht in diese finstere Welt gebracht. So wird es sein, ich verspreche es, aber wo bleiben sie denn? Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Vielleicht kommen sie nie zurück, was, wenn ich keinen von ihnen jemals wiedersehe? Ihre Rückkehr ist ein leeres Versprechen, so wie einst die Rückkehr meines Vaters. Du musst Vertrauen haben, Lucina, das haben sie verdient. Ich kann sie gerade kämpfen sehen, um die Edelsteine herzubringen. Ich glaube, es gibt noch Hoffnung für die Menschheit. Holde Tiki, du musst das Schicksal bekämpfen. Und die Zukunft. Bring uns den wahren Frieden, nachdem der Heldenkönig
strebte. Why? Heulte Tiki. Oh, ihr Götter, nein. Heulte Tiki, bitte, bitte geh nicht. Oh nein. Und das war nun auch das Ende von Teil 2. Ein sehr, 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 sehr tragisches Ende. Ganz schön übel. Aber nun gut, das ist ein etwas düsterer DLC auch von der Geschichte. Es gibt Opfer. Es ist ja auch eine düstere Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Verluste groß sind, werden wir schon Ordnung ins Chaos bringen, irgendwie. Insofern, Leute, es war mal wieder ein epischer Kampf. Leider ein bisschen zu leicht, fast schon wieder vergangene Zukunft 1 hat ein bisschen mehr zum Knobeln. Aber muss auch nicht, also man muss schon realistisch betrachtet sehen, dass wir auf Apotheose abgestimmte Teams teilweise haben. Das ist nochmal was anderes. Also, das sind halt schon Vorbereitungen. Da sind viele Charaktere jetzt kurz vor ihrem Maximum und so. Oder haben es eben auch schon gesprengt, wie in Owains Fall. Und natürlich machen die so richtig, richtig viel. Die können natürlich aufräumen ohne Ende. Das ist klar. Die machen vieles im Alleingang, aber das ist auch gut so. Denn, ja, hierauf wollen wir wirklich gut vorbereitet sein. Allerdings, vor allem wenn wir den geheimen Pfad gehen, aber das werde ich noch erzählen, was es damit auf sich hat, wenn wir Apotheose spielen. Denn hier gibt es zwei Wege und der eine ist noch schwerer als der andere, der übliche, den wahrscheinlich die meisten gehen und auch schon viele Probleme haben. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Wir wollen erstmal uns hier austoben und demnächst ist es mit Teil 3 auch schon so weit, dass auch diese Trilogie abgeschlossen sein wird. Insofern, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.